So, ich nehme schon auf. Ja, ich habe jetzt auch gedrückt. Warte mal, ich muss noch mal kurz beenden. Ich muss noch mal kurz in ein kleines Fenster gehen. Also, da hättest du nur kleine Zimbrau. Dann fange ich jetzt auch an. So. 3, 2, 1, los. Hallihallöchen, meine Damen und Herren, Madame und Monsieur, willkommen hier zurück bei unserem Let's Play Genau. Together. Genau. Wieder mit Yeah. Klopapiere. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, unser Mod for All, aka AdCrafter27, Genau. So muss es sein. der uns auch den ganzen Server hier überhaupt ermöglicht, der gute Mann. Genau, es sind So. gerade 4, 8, 12, 13 Ja, User online. Also auch schon einige einige. Leute da. Jo. Heute hoffentlich mit ein bisschen weniger Leckerei. Hier, jetzt kann ich auch mal einfach so auf unser Charging Chargepad Pad. Das müssen wir jemand zugreifen. upgraden, ne? Die Kacke da. Ja, gut, das ist aber jetzt schon mal so. Ihr seht, zack, drauf, es fängt an zu Ich komm dampfen mal mit und hier los drauf, geht's. ja. Oh, Oh. Körperflüssigkeit. So gemeinsam, ne? Ja. Zum Beispiel duschen, Stromdusche. Genau. Da habe ich mal ein paar Schafe in schwerster, schweißtreibender Arbeit in diese Ja, so richtig von verdammten hinten, ne? Holzdinger reingefroppt, weil ich hatte kein Weizen und alle Minecraft-Spieler wissen ja, Schafe ohne Weizen irgendwo reinzukriegen, ist die Überhaupt noch. Hölle. So durch so ein kleines Schlupfloch da. Mit dämlichen Tore da. So, hier unten haben wir jetzt. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Genau. Ich würde sagen, Ich mach die MFSU. du machst die MFSU, dann ich mache einfach nochmal ja, Geothermalgenerator. Klingt ganz gut. Genau, ja. Dann, weil wir brauchen noch viel mehr Strom. Strom, genau. Viel mehr Strom. Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Ja. Genau, MFSU. Bleh, voll die Kacke teuer das da, weißt du das Ja, eigentlich? da. Wo haben wir eigentlich die Batterien. Wenchi? Die liegt hier drin. Ah, okay. Ja, super. Hast du ruhig mal aufladen können. Ja, ich weiß. Die hat Schande. Zuckungen. Schande über meinen Arm. Die hat Zuckungen. Hier liegt Refined Iron. Ich muss ja auch mal kurz den Strom klauen, ne? Irgendwie. Auch blöd, ne? Hier Strom klauen. Jetzt haben wir die ganze. Ich brauch gerade keinen Strom. Jetzt haben wir eigentlich die ganze MFSU haben jetzt, hab ich jetzt leer gemacht eigentlich. Weil die war ja voll, aber egal. Kostet ja nur Lava. Was war mein General Reinforced und Iron vor Natze? Ey, da Einmal vor Natze. craftet einer in meinem Was sind Crafting deine? Wo steht dein Table. Name, ey? Ah. Ey, das ist meiner. Ey, schau, das Meter gewinnst hier. Schau, das Meter gewinnst hier. Pronto, pronto! Wusst ihr nicht, ob ihr hört? Jobs doch gesagt. Ich hab's doch gesagt, aber glaubst du mir nicht? Jobs doch Hust mir ja nicht zu. gesagt. Hey, wer hat das Refinet Eisen geklaut? Ja. Das liegt hier drin. Du Saftsack. So, Generator. Empty Cell. Empty Cell. Hatten wir nicht nur Empty Cells? Oh, hier hätten wir auch noch Batterien gehabt. Empty Cells, glaube ich, haben wir nicht mehr. Die haben wir alle Lava-Zellen rausgemacht. Dann mache ich mal ein paar. Haben wir noch ein LV, weißt du das? Ja, einer müsste noch rumschlumpfen. Ich weiß es gar nicht. Ich Wie, du hast ja noch einen gecraftet, aber gebraucht weiß haben wir keinen. Also ne, der ist unten, passt schon. So, ja, wie MFS. ihr vielleicht gerade gesehen habt bei mir, hier, das sind Enchanting Books. Die habe ich leider in meinem Texture Pack noch nicht angepasst. Das ist mir gestern erst aufgefallen. Da ich benutze das Minecraft Enhanced oder Enchant oder wie, Enchant, Enchants, wie das schreibt heißt, man das aus, als ja. Grundtexture Pack, aber habe eben so ein paar Sachen geändert, so wie es mir am besten gefällt. Aber das habe ich irgendwie Übersehen. ja, vergessen. Aber MFSU. passiert. Es ist ja Passiert. egal, man. Es ist halt einfach filigran halt alles, ne? Ja, es ist halt alles filigrane Arbeit. Genau. Und Man kann halt nicht alle von ihm verlangen, ne? Ist ja. Ist halt so. richtig. So, jetzt habe ich die zwei Geothermal gebaut. Na, ich bin am überlegen, wie wir das hier Geothermal bauen. für die Welt! Strom für die Erde! So, da bauen wir einen hin und da bauen wir einen hin.
Dem geben wir hier Lavazellen. Lavazellchen geben. So und so. Da hier, der läuft jetzt auf. Ja, warte, ich muss noch mit der Ranch drehen da. Ah, nee, wir brauchen eine Ranch. Wir haben. Also, ja. Wir brauchen unbedingt. Ah, super. Wir brauchen unbedingt Bildkraftenergie. Bildkraftenergie, das heißt. Pulverisierer hatten wir doch gebaut. Pulverisierer muss. Da liegt da oben rechts unten. Da oben rechts unten? Oder da unten rechts oben? Oben rechts unten. Ah, hier unseren Industrial Blast Furnace, den müssen wir dann auch noch aufbauen. Genau, den können wir dann gleich aufbauen gehen, wenn ich die Stromversorgung mal fertig habe da unten. Buildcraft Energie. Buildcraft. Ja. Electrical Engine, oder? Ja. Electrical Engine. Ja. Genau, ja. Ganz deiner Meinung. Hier muss man immer bei dem Crack-Tech, muss man immer gucken, hier die Rezepte. Ah, wobei hier geht's, die haben sich nicht. Ja, wobei, weißt du was, wenn du da das Crafting Guide nimmst mit G, war es besser, ja. Die Rezepte, das ist jeden einzeln. Okay, ja, das ist eine Gewöhnungssage, ja, das habe ich irgendwie. Habe ich das noch nicht so. Ja, ich auch nicht, irgendwie so mit dem Crafting Guide da. Irgendwo habe ich da Glasfaserkabel hier. Gehen wir mal den Blastfernes aufstellen, oder? Ja, Sekunde. Ja, ich geh schon mal runter. So, Pistons. Drei Pistons. Pin Gear, Bone Gear, Wooden Gear. Ich komme gleich. So. Ich werde ihn jetzt einfach mal, haben wir die beiden Schmidt. Gehen wir erstmal, brechen wir mal kurz unsere Crafting-Sache ab hier. Gucken uns das mal an. Na, also wir müssen unten eine 3x3, dann Loch und dann wieder 3x3. Also 4 hoch, okay. So wie ich gesagt habe. Ja. Ja, da, das ist hier in dem Cracktech läuft vieles mit Multiblock. Mit Multiblock, ja, auf jeden Fall und mit Steel. Du ja, aber viel Steel, genau, ja. Und dafür brauchen wir diesen Furnace, den wir da jetzt gerade bauen. Das ist dann während Edcrafter den baut, zeige ich den gerade mal. Das ist der Industrial Blast Furnace. Wo haben wir denn? Vorne auch zu, naja. Da ist er. So. Der wird hier gebaut wie folgt. 2 Induction Furnace. Das sind diese Copper Heating Coil. Hier muss man in eine Rolling Machine. Ferrous haben wir den gemacht und Kupfer. Und dann brauchen wir hier oben halt mal verschiedene Auswahl. Wir haben einfach die Electronic Circuits genommen und den Advanced Machine Block. Es schien uns für den Anfang jetzt die leichteste Methode. Dann fiel uns aber auf, dass der alleine gar nicht arbeitet, sondern dass man da noch diese Casing braucht. Die Casing hießen sie nicht. Ich habe gerade Frame eingegeben. Und zwar gibt es verschiedene Arten Casing. Ja, da wir mit Materialien noch nicht ganz so gut bestückt sind, haben wir uns für die Standard-Casings entschieden. Weil genau. Es eben Multiblock ist, Reinforced Iron haben wir genommen. Dann haben wir Maschinenblock genommen. Ne, da haben wir Sterling Casing genommen. Stimmt, wir haben Sterling Casing genommen, weil wir mehr Bronze, also Kupfer und Zinn hatten wie Eisen. Und Electric Circuits, genau. Und ja, da steht die Maschine, ist jetzt aufgebaut in diesem Block. Sollte eigentlich schon funktionieren, oder? Ja, funktioniert auch. Da müssen wir nur aufpassen, der ist nicht abschaltbar. Das heißt, der braucht immer Strom, oder was? Wir müssen dann mal hier immer so einen Block rausnehmen. Guck, jetzt schaltet er sie ab. Ja, aber der braucht ja keinen Strom, solange er nichts drin hat. Ja, warte mal, lass uns mal gucken, ob er Strom verbraucht. Nee. Ja, jetzt, weil er sie auflässt. Aber der verbraucht nichts, nee, weiß ich. Der verbraucht keinen Strom. Nur wenn er was drin hat. Fehlinformation von mir. Was ist das hier oben? Achso, keine Ahnung. So, ach, schauen wir mal, wie können wir da jetzt das Team machen. Ja, auf jeden Fall wird der aufgebaut wie folgt. 3, ich baue das mal kurz so, hier. Falls die Leute es nicht gesehen haben. 3. So. Dann hoch. Hier. Nein, da soll nichts hin. Hier. Hoch. Das eben komplett so. Zack, zack. Zack, genau, in der Mitte Luft gelassen. Zack. Eigentlich so wie der Blastferne so, vorne. Genau. Und so in der Mitte Bauer. Luft lassen und hier vorne zumachen. Das ist einfach das Gebilde, was da jetzt in der Wand drin steht. Genau. Und hier tut man dann das Steel Dust rein, was man aus Eisen und Kohle craftet und dann bekommt man ein Steel raus. Genau.
Und er braucht massig Strom. Der Ah, da braucht bekommt man sogar zwei richtig raus. viel Strom. 6. Der braucht 100, also man muss den anschließen mit mindestens 128 U. Ich lasse das jetzt einfach mal kurz hier stehen, weil ich war nämlich oben gerade noch die Genau, mach den mal oben Electrical fertig. Engines am Craften. Ja, er sagt unsere MFE auch MFSU auch ziemlich leer, aber dafür haben wir jetzt schon mal schon 8 Steel da gleich. Ja, das heißt, dann können wir uns... Ach nee, ich war falsch, ich muss ja erst Stone machen. Dann können wir uns nämlich auch langsam mal anfangen mit Drills, unsere Drills zu machen. Ja, weil zum Glück, ey. Immer dieses verdammte Axt- und Pickaxe-Gebaue da. Das ist echt super, super, super nervig. Kohle, so, dass das Treffer nicht Eis. Oh, jetzt haben wir hier Piss-6-Pisten sogar. Okay. Okay, wir haben keinen Strom mehr. Oder was? Warum steht er jetzt? Also Anzeige-Bug. Ja, neuen Steel-Ingot haben wir schon wieder. Ja. Yeah. Ah, das freut mich jetzt. Das geht endlich mal rund hier. Genau, jetzt so langsam. Es fängt langsam an. Meine Damen und Herren. Welcome in the fängt future. Es an. Future. Jetzt geht es los in die Zukunft. Ja, ab Strom. In die Zukunft. Was anderes ja, Strom, Strom für die Welt. Strom für Klopapier 720p. Strom für genau. Elfkräfte. Strom für alle. Strom für euch alle. Ja. Yeah. Hast du was zum Essen? Ja. Ihr müsstet mich mal sehen, wie ich hier rumfuchtel. Ich fuchtel mit meinen Händen hier vor. Ja. Klack, 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 klack. Voll zack, 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 ne? Ja. So. Oh, hier bin ich falsch. Gehen wir hier. Ja, jetzt habe ich die Electrical Engines. Unten steht der. Jetzt bräuchten wir noch Pipes. Pipes. Also Pipes. Ja, für. Rief in den Eisen. Mit einem S. Ohne Piepe. S. Und zwar brauchen wir. Konjunktive Pipes, oder? Conductive Pipes. Aber nicht vergessen, einmal zuerst die Wooden und dann die Wooden. Anderen. Ja, ja, ja. Also erstmal ja. Machen wir Wooden Pipes. Oh, Glas, Holz. Okay. Das kriegen wir hin. Das geht, das geht. Das geht. Glas, Holz. So. Ja, wir waren heute noch ein bisschen wieder meinen, weil Rohstoffe sind hier echt. Brauchen wir echt enorm viel. Durch dieses Cracktech, das frisst. Sau, sau, sau viel. Strom. Das stimmt. Ressourcen, Strom. Aber das hätten eh die Leute selbst. Genau, ja. Wie gesagt, es sind jetzt wieder 12 Leute online, also. Ja, es werden Menge. Immer mehr. Zum Glück. Wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Immer her mit euch, immer her mit euch. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Genau, ist ja immer nicht schlecht. Kupfer. Neue Leute kennenlernen. Man spielt nicht mehr alleine. Das genau. War zum Beispiel auch eins der Gründe, warum ich hier geblieben bist. Zum Modding World gekommen bin. Einfach weil ich nicht mehr alleine spielen wollte. Ja, stimmt. Das ist auch der Grund, warum ich Server gemacht habe. So, jetzt haben wir Induction Furnace. Da geht's jetzt mal richtig ab. Induktionsfurnace. Induktionsschleife, ne? Da brauchst du nur aufstellen, schon was gekocht. Ach, das war falsch schon hier. So, oder müssen wir es machen? Dann den Casing. Redstone dabei. So, was habe ich noch zu machen? Ja. Meine Liste ist eigentlich abgehakt. Ja. Meine. Ich muss noch hier unten das aufbauen. Hast du noch eventuell Glasfaserkabel? Ja, 2 Stück habe ich. Ich kann aber noch welches machen, wenn du willst. Wie wollen wir das denn aufbauen? Ich würde sagen, machen wir direkt. Ja, dann, ich crafte mal diesen Hammer da. Ja. Mit dem wir den drehen können. So. Und der Hammer. So. Oh. Oh, Eisen, Eisen, Silber. Okay, das Hammer. So, dann machen wir mal hier oben. Frei. Wir machen uns oben rum frei. Genau, schön nackig. Ach, guck mal, hier haben wir noch eine Electrical Engine, sehe ich gerade. Hey, eine haben wir ja noch, ja. Ja, dann haben wir halt jetzt 4. Weil wir ja schon eine Maschine hatten da oben, ganz vergessen. Ja, dann haben wir jetzt 4. So, okay. 2 von diesen billigen Hammer da. Da brauchen wir aber ein Bricks bräuchten wir dann auch schon langsam. Wo sind denn meine Wooden? Ah, ich habe die oben gelassen. Ah,
Ich hab gesehen, dass du mir was zugeworfen hast, aber ich war so schnell. Du warst so schnell. War vom Blitz gejagt und wäre ich stehen geblieben, dann. Hätte es mich erwischt. Dann hätte ich das. Hätte nur Unheil gegeben. Hätte Löcher in die Erde gebremst, so schnell war ich. Genau. So, hier müssen wir kurz mal Strom wegnehmen. So, aber so. Jetzt. Jetzt aber. Ja, schöne Krisen immer. Bom, bom, bom. Genau. So, da oben haben wir jetzt. Und dann müssen wir mehr Maschinen. Ich kann ja meinen Pulverisierer oben aufstellen noch. Oder stellen wir. Warte mal, die Electrical Engine, die kann ja jetzt hier weg. Das Kabel hier, das kann. So, hier kommt der Pulverisierer hin. Ja, genau, die Rolling Machine. Rolling? Genau, ich baue mal hier unsere. Zack. Ja, yeah, die Waschmaschine. Genau, dann kommt hier nämlich, würde ich sagen, Pulverisierer und dann machen wir hier den Induction Furnace. Ja, entweder den Induction Smelter oder den anderen, den Powered Furnace. Ja, wir brauchen ja den Induction Furnace für dieses komische Glas da, weißt du, für die Energiezellen und so. Für das Hardnet Glas. Ja. Oder? Hardnet Glas. Wie heißt das? Hardnet Glas. Genau, brauchen wir Induction Smelter dafür. Das geht haben natürlich hier ganz schön viel Platz gelassen da unten, ja. Wo meinst du? Ja, ist schon ziemlich weit, ne? Aber dafür haben wir halt hier wirklich schön Platz. Wenn wir was Größeres bauen, na wirst du so. Haben wir genug Platz. Ach, da machen wir es einfach so, würde ich sagen. Oder wir können nur eine Zwischendecke einziehen. Ne, ich nehme mir einfach jetzt ein bisschen Glas. Ah, und mal sehen, ob sie an sind, gell? Ja, und setze es einfach mal jetzt vorerst hier so rein. Ich mache noch ein paar Glasfaserkabeln. Dann machen wir noch hier. Oh, wir haben so viele Ideen, so wie was man machen kann. Aber keine Rohstoffe. Aber keine Rohstoffe, genau. Das ist leider immer das Problem. Ganze so. Alles natürlich erstmal nur provisorisch. Dann können wir nämlich hier diese Red. Red Alloy Wire. Hochlegen und können das Ganze von oben einschalten. Jupp, aber da brauchen wir eben Bricks, deswegen habe ich ja früher gemeint, Bricks brauchen. Ja, genau, das ist dann erstmal so. Unsere Aufgabe. Glasfaserkabel. Habe ich schon. Das kommt. Ja, der Geothermal war eigentlich hierfür gedacht. Ja, aber weil er noch nicht arbeitet, soll er hier bei deinem MFE mitarbeiten. Da könnten wir eigentlich, den dazu schließen und bei der MFE wegfahren. Ja, so oder? Hier unten drunter das Stromkabel. Ja, warte, ich schmeiß dir runter. Und direkt unter den reinfahren. Ich habe keine Axt. Keine Spitzhacke. Direkt unten rein, Von unten. Wollen wir da mal ein Steinchen hinbauen? Jetzt haben wir die Waschmaschine da unten reingeschmissen. Nein! Nein! Die schöne Waschmaschine! Ich hab die Waschmaschine eigentlich. Und da muss auch noch ein Glasfaser hinmachen, bitte. Wo? Beim Blast Furnace. Damit der weiter Steam macht. So. Was Dark-ish. Ja, das ist doch schon mal ganz. Fertilizer. Das gefällt mir nicht. Weil. Was gefällt? Achso, das sieht man, er muss eins tiefer runter. Wo? Da ist erstmal Cobblestone, aber. Dann ist das natürlich unser schöne, ja, unser LL Tom, der gute Mann. Der hat natürlich ein leichtes Problem. Er joint und kommt und geht. Achso, hast du Chat ein oder was? Ja, ich hab 2 Sekunden vor der Aufnahme noch gesagt, ach, Phil, machst du mal den Chat aus. Ja, und dann haben wir wieder so viel geschwätzt, dass ich es vergessen habe. Okay. Aber egal. Ja, ich hoffe, es stört euch nicht. Und wenn doch, egal. Haben wir schon schöne Buildcraft-Energie erstmal vorerst. Jo. Da oben schöne Engines. Da Stromversorgung. Ja. Alles schön da. Und ja, ich würde sagen, wir craften offline noch ein paar Kabel weiter und so. Weil das wird ja nicht so interessant sein für euch. Ein Alloy Furnace machen wir uns. Ein Blue Alloy Furnace und so ein Induction Smelter werden wir uns noch machen. Und mal gucken, vielleicht schaffen wir auch noch einen Drill zu machen. Ich denke mal, das sind so Standardsachen, die ihr ja kennen werdet. Einen Diamond Drill oder einen normalen Drill zu machen.
Wir wollen euch dann doch eher so Sachen zeigen, die dann ein bisschen interessanter sind für euch. Aber ihr könnt es uns auch gerne schreiben. Wie gesagt, steht immer noch, ob ihr Lust habt, auch diese Kleinigkeiten zu sehen oder nicht. Einfach Genau. Bescheid sagen. Wir kümmern uns darum. Wenn ihr irgendwelche anderen Sachen habt, irgendwelche Vorschläge, Themen, Ideen. nehmen wir uns gerne an, wo wir dann mal ein bisschen drüber quatschen Quatschen und können. so weiter. Genau. Haben wir ja jede Menge Zeit. Jede Folge 20 Minuten oder vielleicht die Zukunft auch mal länger. Mal gucken, wie die Zeit so zulässt. Genau. War das Ja. war's wieder. Ja, dann Ja, würde ich toll. sagen, war es das wieder. Haben wir es für jetzt mal geschafft? Genau, haben wir eh einiges geschafft mit den MFSU, Induction Furnace, Blast Furnace, Nimmt langsam Form an, es nimmt Form Beatcraft an. Energie, Geothermalgeneratoren, jede Menge der Folge, ey. Und ihr wisst ja, gut Leute, stay tuned und schaltet immer wieder schön ein. Wir freuen Genau. uns über jeden, den unser kleines Let's Play, das bisschen dumme Gelaber, alles was dabei ist, freut, dem das gefällt und vielleicht dadurch noch ein paar neue Leute kennenlernen. Also stay tuned und bleibt bei uns. Genau, schaut wieder mal vorbei bei ÖSTV. Genau. Okay, In diesem also, Sinne. ciao Leute, bis dann. Ciao, ciao.